Ja, hallo und servus. Heute geht es um ein besonders kritisches Thema, welches leider vorwiegend E46-Fahrer betrifft, und zwar im Bereich des Motors und der Motorkühlung. Und ich zeige euch jetzt, worum es dabei geht. Das Problem liegt eben darin, dass viele Teile des Kühlsystems, wie zum Beispiel der Ausgleichsbehälter, diese Entlüfterschraube hier und zum Beispiel das Thermostatgehäuse aus Kunststoff gefertigt sind, und dass eben durch die Zeit und die großen Temperatureinflüsse, die im Motorraum herrschen, eine Materialermüdung eintreten kann, welche im Extremfall zu einem Defekt des Teils führen kann. Und als erstes schauen wir uns die Entlüfterschraube des Kühlsystems an. So, hier haben wir nun eine ganz neue, frische Entlüfterschraube, wo ihr hier eben den Dichtungsring sehen könnt und diese Nut hier, welche es erlaubt, eben zu entlüften, ohne die gesamte Schraube herauszudrehen. Und hier auf der rechten sieht man, was passieren kann, wenn ihr diese nicht rechtzeitig gegen eine neue tauscht. Und zwar ist diese hier einfach während der Fahrt in zwei gebrochen, zwei zerrissen. Und ja, dadurch erleidet ihr natürlich einen großen Kühlmittelverlust. Je nachdem, wie sie gebrochen ist, kann natürlich unterschiedlich ausfallen. Und ganz wichtig beim Ersetzen der Schraube ist eben, dass ihr die neue nicht zu fest anzieht. Das Gewinde und die Schraube sind beide aus Kunststoff. Und ja, man sagt eben so schön, handfest anziehen, mehr nicht. Wenn euch das einmal passieren sollte und der Kopf der Schraube bricht ab und der andere Teil der Schraube ist noch im Gewinde drin, dann könnt ihr einen ganz normalen Lötkolben nehmen oder hier einfach so einen Batterielötkolben. Und ihr könnt mit diesen Lötkolben euch einfach eine neue Nut in diesen Rest der Schraube reinbrennen, so wie hier jetzt. Und nun könnt ihr einfach mit einem Schraubenzieher den Rest der Schraube wieder herausdrehen. Der nächste Punkt ist der Ausgleichsbehälter mit dem Ausgleichsbehälterdeckel, den wir hier zu sehen haben. So, hier haben wir nun den Ausgleichsbehälter samt Deckel im ausgebauten Zustand. Und was die Materialermüdung auf den Kunststoff in diesem Fall ausrichten kann, sehen wir hier im Genaueren. Und so sieht man hier sehr schön einen langen Haarriss, der sich von hier oben bis ganz nach unten zieht und man dadurch natürlich auch wieder sehr viel Kühlwasser verlieren kann, besonders wenn das System noch unter Druck steht. Und ja, wenn man da nicht schnell genug handelt und die Warnung nicht beachtet vom Kühlmittelmangel, kann euer Motor sehr leicht aufkochen und natürlich auch größere Schäden hinterziehen. Wenn ihr dabei seid, euren Ausgleichsbehälter auszutauschen, empfehle ich natürlich auch den Deckel des Ausgleichsbehälters zu tauschen, welcher in diesem Fall hier bei 2 bar Überdruck regelt. Da dieser auch mit der Zeit Ermüdungserscheinungen anzeigen kann und ihr dabei einfach auf der sicheren Seite seid. Weitere Stellen eures Kühlsystems, worauf ihr Acht geben könnt, sind zum Beispiel der Kühler selbst mit den Anschlussstellen, die aus Kunststoff gefertigt sind, also die hier. Der Kühler selbst natürlich, ja, einfach kontrollieren, ob der undicht ist, die Ablassschraube oder ob euer Kühler ein Blähkühler ist, also unten wie ein Smiley nach unten hängt. Dann natürlich, ja, sagen wir mal bei 100.000 das Thermostat und die Wasserpumpe wechseln und natürlich kontrollieren auf optische Schäden, die Riemenscheibe, die Riemen natürlich selber auch kontrollieren. Und wo es auch gerne rauströpfeln kann, ist die Anschlussstelle vom Temperatursensor hier unten. Ja, wenn der Ohrring da einfach undicht wird, dann könnt ihr da kleinere Lecks auch haben. So, wie ihr sehen konntet, solltet ihr bei der Überholung eures Kühlsystems auf gewisse Teile ein besonderes Augenmerk legen. Generell gilt, behaltet einfach die Kühlmitteltemperatur im Auge, die Motortemperatur im Auge und ihr solltet nicht böse überrascht werden. Wie ihr die genaue Temperatur auf eurem Bordcomputer anzeigen lassen könnt, seht ihr im Video von mir unten in der Beschreibung. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf ein Like, ein Subscribe und besucht mich auf meiner Facebook-Seite, wo ich auch andere interessante Dinge rund um das Automobil poste. Tschüss und bis zum nächsten Mal.